Hallo, also dieses Buch habe ich gerade gelesen, Medizin Stein. Dieses Buch wurde von Wolfgang Kuhn geschrieben. Er hat mir in den Kommentaren geschrieben, dass ich dieses Buch lesen soll. Also, mein erster Eindruck von diesem Buch war, es ist eine Abwandlung von den fünf Freunden, denn es sind Philipp, Regis, die zwei Jungs, Susanne, die Cousine, Isabelle, die da hinkommt, und der Hund Jacqueline. Das sind doch irgendwie wie die vier Freunde und der eine Hund, haben die fünf Freunde. Die haben auch einen Onkel, der auch diese ganzen Sachen sammelt. Ihr wisst doch, wie dieser eine heißt, egal. Also, in diesem Buch geht es darum, dass Isabelle, die 13 Jahre alt ist, nach Südfrankreich fährt. Und ihre Cousine hat einen geheimnisvollen Brief geschrieben über geheimnisvolle Deutungen von einer gefundenen Höhle. Und da gehen die rein und beim ersten Mal besuchen die die Höhle, beim zweiten Mal finden die natürlich noch mehr. Beim vierten oder fünften Mal passiert ein Unglück. Sie trennen sich in den Höhlen. Isabelle und Jacqueline gehen in einen Weg. Regis und Susanne gehen in einen anderen Weg. Und Philipp, der Älteste, macht es ganz klar deutlich, ganz, ganz offen, dass er der Älteste ist, geht allein einen Weg und die sollten sich in 2 Stunden wieder treffen. Und nach 2 Stunden ist Susanne und Jacqueline noch nicht zurück. Dann machen sich natürlich ganz, ganz viele Sorgen um die und gehen wieder nach Hause und die haben Glück, die Eltern sind nicht da. Und dann ist natürlich die große Rettungsaktion, wie sollen sie Susanne wieder retten? Und natürlich erlebt Susanne da auch ein Abenteuer in den Höhlen in Südfrankreich. Nun, ich würde diesem Buch 6,9 Sterne bis 7 Sterne geben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Zum Nachhinein würde ich wahrscheinlich dem Buch 6,5 Sterne geben, denn es ist ein sehr, sehr langsamer Anfang und ich hasse Bücher, die solche langsamen Anfänge haben, wie zum Beispiel Hilfe, die Götter sind los. Ein sehr langsamer Anfang. Nicht spannend, das ist eine andere Geschichte. Und dieses Buch ist doof, weil die sagen Eiszeitmenschen. Das waren Steinzeitmenschen, nicht Eiszeitmenschen. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr sie nennen würdet. Eiszeitmenschen oder Steinzeitmenschen. Also, nun zum Schluss. Ich würde diesem Buch 6,5 Sterne geben. Das ist wahrscheinlich okay. Das hat die wenigste Sternebewertung, die meine Bücher bis jetzt überhaupt gehabt haben. Also, wenn ihr mein Video mochtet, lasst ein Like, abonniert mich. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann macht es bitte. Schaltet die Glocke ein, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich werde versuchen, jeden Tag ein Video zu machen. Und schreibt noch in die Kommentare, was ich noch so lesen soll. Wie gesagt, ich habe in den Kommentaren gelesen, dass ich mit Jeansen die Steinzeit lesen soll. Ich habe es gelesen, hat schon vorbereitet, also war es kein großes Drama. Wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt, ich es noch nicht vorbereitet habe, dann wird es wahrscheinlich 2 Tage dauern, 1 bis 2 Tage dauern, bis mein Buch dann endgültig fertig ist für die Mache. Und tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal. Und guck nochmal bei meinem Freund Mr. Mod Let's Play nach. Er ist noch nicht ganz online mit seinem Kanal. Ich werde euch noch sagen, wenn er komplett fertig ist. Das werden wir nochmal von mir erfahren. Und tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal.